Moin, willkommen in Hamburg am Bahnhof Wandsbek. Auch hier starten nun die Bauarbeiten für die S-Bahn-Linie S4. Dadurch bietet sich hier ein freier Blick auf die Gleisanlagen oder auf die Strecke in Richtung Innenstadt. Der ICE fährt nach Hamburg Hauptbahnhof. Ganz im Hintergrund seht ihr ein Mehrfamilienhaus. Das steht unmittelbar vor dem Bahnhof Hasselbrook. Bahngärten heißt die Straße hier vor dem Bahnhof Hamburg-Wandsbek. Tatsächlich waren hier auch vor wenigen Monaten noch Kleingärten. Sie mussten geräumt werden und sind jetzt weitgehend verschwunden. Am Tag dieser Aufnahmen, dem 20. Februar 2021, war hier ein abweichender Betriebsablauf zu beobachten. Die Regionalbahnen aus Ahrensburg wendeten auf Gleis 1 und fuhren dann wieder nach Ahrensburg zurück. Wegen Bauarbeiten sollten weniger Züge zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Wandsbek fahren. Die Regionalbahnen wurden durch Busse ersetzt. Hier seht ihr das Empfangsgebäude des Bahnhofs, im typischen Stil der Bahnhöfe der ehemaligen Lübeck-Büchener Eisenbahn. Nun, es gibt Hoffnung, dass dieses Gebäude erhalten bleibt, auch wenn der Bahnhof selbst geschlossen wird. Das Wirtshaus Wandsbek, die Gaststätte im Bahnhof, hat diese Schilder aufgehängt, dass die Gaststätte zwar umbaut, aber hier wieder eröffnen möchte. So sieht das Gebäude von der Bahnsteigseite aus. Und hier seht ihr noch letzte Überreste der Kleingärten. Auf der Bovestraße kommt gerade einer der Ersatzbusse an und biegt in die Straße Bahngärten ein. Hier kommt nun eine Regionalbahn aus Richtung Ahrensburg und fährt nach Gleis 1 ein. Auf Gleis 2 fährt ein Regionalexpress nach Lübeck durch. Die Anzeige hat sich noch nicht aktualisiert. Sie zeigt noch an, dass die Regionalbahn gleich aus Gleis 2 abfahren würde. Im Hintergrund seht ihr eine Hamburg-Box. Das ist eine Art Packstation, an der ihr Sendungen von allen Paketdiensten empfangen könnt, wenn ihr euch registriert habt. Als nächstes fährt auf Gleis 2 der Regionalexpress aus Lübeck nach Hamburg durch.
Wenig später kam ein Güterzug in Richtung Lübeck auf dem Gleis ganz rechts von der Güterumgehungsbahn. Während der Güterzug ganz im Hintergrund um die Kurve verschwindet, darf auch die Regionalbahn nach Bad Oldesloe ausfahren. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.